Heute ist es mal wieder an der Zeit für ein Foodporn-Rezept. Wir machen Pizzatorte. Ich koche einfach und gerne. Und manchmal auch ganz. In der Luft jonglieren. Gut. Das hat gut ausgeschaut, oder? Für die Pizzatorte machen wir unseren Teig selbst. Dafür braucht ihr Mehl, Olivenöl, Salz, Zucker, Hefe und Wasser. Für den Belag der Pizza könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich entschieden für Salami mit Käse, geriebenen Gouda, um genau zu sein. Dann gibt es noch Tomatensauce, ein bisschen Olivenöl, den ich mit Knoblauch vermenge, dann drüber gebe, dann noch ein bisschen Oregano und Salz und Pfeffer. Wir starten mit dem Pizzateig und dazu habe ich diese große Schüssel, da kommt jetzt mein Mehl rein. Im nächsten Schritt formt ihr eine Mulde in der Mitte dieser Schüssel und da brösel ich dann die Hefe rein, gebe ein bisschen Wasser hinzu und den Zucker, damit die Hefe reagieren kann. Im nächsten Schritt gebe ich langsam Olivenöl dazu, langsam das restliche Wasser, dann alles gut nochmal verrühren und dann kann geknetet werden. Zum Kneten braucht ihr ordentlich Muckis oder ihr kriegt einfach welche. Also wenn ihr trainieren wollt, einfach Pizzateig machen. Ich habe jetzt einen Teigklumpen geformt und das Salz gebe ich erst nachher dazu, weil das mit der Hefe vielleicht nicht so gut reagieren könnte. Die Hefe ist schüchtern und hat es gerne dunkel, also solltet ihr sie dunkel lagern, während sie geht. Das dauert circa mindestens 2 bis 3 Stunden, könnt ihr auch über Nacht machen. Je länger ihr sie gehen lasst, umso fluffiger wird der Teig. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr sie in den Ofen stellt, bei 40 Grad Celsius für circa 15 bis 20 Minuten, dann geht die Hefe auch schneller. Aus dem großen Teigklumpen könnt ihr euch kleine Teiglinge schneiden, damit es nicht ein riesengroßer Teig wird. Dann eben jeweils den kleinen Klumpen ausrollen und jetzt machen wir unsere Schichten. Es wird nämlich ein Schichtkuchen und die bestehen natürlich aus Pizzateig. Dafür braucht ihr eine Tortenform, die ist quasi euer Plätzchen-Ausstecher. Wir brauchen 5 Teigschichten. Einmal ausstechen, aufs Backblech und für 5 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Dann werden sie gut angebacken und so brauchen wir sie nämlich, damit der Pizzakuchen am Ende auch durch wird. Mit dem restlichen Teig macht ihr den Rand. Ich klebe den einfach mit der Hand an die Tortenform ran. Der Tortenboden braucht auch eine Pizzateigschicht, also legt ihr eine einfach rein in die Kuchenform und die belegen wir jetzt auch schon. Und zwar mit der Tomatensauce und dem Käse und ich finde das ganz raffiniert, ich mache das besonders gerne. Es kommt ein bisschen Olivenöl in ein Glas, ich presse Knoblauch rein, davon gieße ich dann ein bisschen was über die Soße. Und dann kommt schon wieder die zweite Teigschicht drüber. Gleiches Prozedere, wieder Tomatensauce, Käse, Knoblauch und Salami drauf, noch eine Teigschicht, nochmal das gleiche. Und wenn wir ganz oben sind, dann kommt noch Oregano drüber gestreut und wir legen die Salami auf den Käse drauf und nicht den Käse auf die Salami. Wie lange der Pizzakuchen genau braucht, kann ich euch nicht versprechen. Ich gebe ihn jetzt bei 180 Grad im Backofen und schätze so 20 bis 25 Minuten, bis er verzehrfertig ist. Ich freue mich schon so drauf. Es duftet jetzt schon. Ich habe übrigens gerade noch eine Schicht im Backofen entdeckt. Also wenn ihr nur 4 Schichten macht, ist es auch kein Problem. Da habe ich mir jetzt noch mal eine extra Pizza draus gemacht. Zeige ich euch dann gleich. Leute, ich habe schon so einen Hunger, ich sag's euch. Ich will einfach nur dieses Ding essen. Oh, wie das schon so saftig ist. Ich würde es, glaube ich, noch ein bisschen länger reintun, damit die Schichten noch ein klein wenig mehr durch werden. Aber es schmeckt auch so schon einfach göttlich. Es schmeckt nicht wie normale Pizza, sondern wie, als hätte ich 10 Pizzen auf einmal. Ja. Aber im positiven Sinne. Es ist echter Foodporn. Ich glaube, ich muss noch mal probieren. Macht's nach und schickt mir unbedingt eure Bilder auf Facebook und Instagram. Ich freue mich wirklich jedes Mal extrem drüber. Und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Bussi, baba.